Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Zu früher Stunde. Wir sind 100er für Lino reingekommen. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich habe irgendwie immer noch keinen. Immer verpasst. Seitdem Milos das 100er Morlot im Februar irgendwann oder März beim Wasser-Event verpasst hat. Seitdem bin ich irgendwie verflucht und habe nie ein Felino bekommen, 100. Bis jetzt. HP, Attack, Defense, endlich. So. Endlich geschafft. So, weiß gar nicht, ob ich es am Anfang des Clips schon gesagt habe, aber Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist endlich neue Woche, Event ist vorbei. Das war echt anstrengend, Purge ist vorbei. Endlich wieder Zeit, ein bisschen auszuruhen. Am Ende noch ein guter Abschluss, haben wir noch eine kleine Ho-Oh Raid Tour gemacht. Ergebnisse und so zeige ich euch gleich. Davor an dem Tag habe ich sogar noch 3 neue 100er gefangen. Man glaubt es kaum. Schon eine Überraschung, dass mir überhaupt so viele noch fehlen. Aber endlich Felino bekommen. Wie gesagt, seit dem einen Mal, wo Milos, ein guter alter Kollege, sich verfahren hat und wir nicht zu dem 100% Morlot gefahren sind, seitdem hatte ich so Pech mit Felino. Einfach nie zu der richtigen Zeit ist er aufgetaucht. Und hier habe ich, während ich hier gelabert habe, noch 100% Mushas eingeblendet. Genau dasselbe. Nie hatte ich Zeit irgendwie. Und wenn ich mal Zeit hatte, die Fahrer, meine Kollegen hatten den bereits und dann sind wir halt doch nicht hingefahren, weil es halt doch immer ein recht großer Umweg war. Also wir hätten den schon erwischt, aber auf dem Weg kam nie einer. Also und ich will natürlich meinen Leuten auch nicht so einen großen Umstand machen, nur wegen dem 100er Mushas jetzt. Wie gesagt, die kommen immer, echt bei jeder Purge-Schneid eigentlich jeden Abend ein paar Mal. Also es war echt nur eine Frage der Zeit, bis ich die endlich habe. Das freut mich. Bei Purge-Schneids bin ich ja nicht immer unterwegs, also weil mir so wenig noch fehlt. Ich kann halt echt nicht den ganzen Tag, die ganze Nacht durchfahren und dann darauf hoffen, dass ein neues Pokémon auftaucht. Sprich von den häufigen, fehlt mir auch noch Magnetilo, Ditto und Nidoran weiblich. Die müsste ich eigentlich bei der nächsten Purge bekommen, also die drei sind echt häufig, sollte echt kein Problem sein. Aber ansonsten war Purge echt erfolgreich. Zum Schluss gab es noch ein Highlight für mich, und zwar 100% Vulpix. Das war echt verrückt. Zum Glück ein Stundenspawn, da konnten mich noch die Jungs abholen. Das war echt nett von denen, also Shoutout an Robert. Mehr zu Robert gleich noch, weil der hat auch noch auf der Raid Tour richtig viel Glück gehabt. Wie gesagt, ich sag's jetzt schon, er hat 200% Ho-Oh gefangen an dem Tag. Und ein paar 98er und was weiß ich, also richtig krass. Ja! Alter, hat der mich geschockt. War der Himmelbeere und raus oder ja. Was? Alter! Kaffee-Angriff, Verteidigung, okay. Wow. Oder den Bett gleich entwickeln. Jetzt muss ich eine rauchen. Oh, ja. Haben wir es alle? Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ich fange hier mal kurz den Taubsieg, dann zeige ich euch meine Ausbeute. Ich bin später erst dazu gekommen, also die Jungs waren seit 8 Uhr morgens, haben die angefangen. Also echt verrückt. Und zwei von denen, zufällig die beiden Fahrer, haben einen 100% Horror gefangen. Einer von denen, der Robert, sogar zwei. Richtig krank. Mein Bester, ein 98er, 2213, leider abgehauen. Blende ich euch hier auch mal ein. Eigentlich gut geworfen, aber leider nicht bekommen. Als einziger Gelber, oder wenn Gelb in der Minderheit ist, immer viel zu wenige Bälle. 6, 7, maximal 8, 9. Und ja, leider nicht bekommen. Sprich, mein Bester ist immer noch 2209, was 96 glaube ich ist. Moment, ich zeige euch hier mal die Hau aus. So. Ich bin auch recht spät gekommen. Aber ich habe jetzt den Wurf gemeistert. Also jetzt schmeiße ich meistens fabelhaft. Zumindest wenn er unten ist. Wenn er oben ist, dann habe ich immer noch Probleme. Da hat mich ein Kollege, ein Zuschauer angesprochen. Drauf, der Erik. Dass ich vielleicht ein Video dazu machen kann. Also er hat eins gemacht, also es ist nicht wirklich eine Anleitung, wie man immer einfach fabelhaft werfen kann bei denen. Ich habe es versucht. Also ich habe es jetzt sozusagen beinahe gemeistert, aber ich weiß nicht genau, wie ich das euch zeigen kann oder erklären kann. Weil er hatte sich das gewünscht, dass ich euch das zeige, wie man jetzt dann immer einfach fabelhaft wirft. Weil es geht immer noch mit dem Fangtrick halten, bis der Kreis klein genug ist für einfach fabelhaft und dann werfen, wenn er angreift. Man muss halt nur die richtige Stelle finden und die richtige Wurfstärke. Weil
Dadurch, dass der Kreis so groß ist und er viel näher dran steht, ist er ein bisschen anders, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich es euch erklären soll. Aber blend hier mal ein paar Holes ein und ein paar Raids und dann schauen wir uns meinen Ausbeut an. So, das sind meine Holes. Ihr seht hier der blaue Kreis im Hintergrund, das heißt, die sind neu, alle von gestern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ich habe glaube ich so 10 oder 11 Raids nur mitgemacht. Die anderen hatten über 20, 24 oder 26 Raids. Leider kein Doppel-EP mehr, jetzt bringen die nur noch 10.000. Also meiner Meinung nach lohnt sich das nicht mehr so, da war ich nicht so motiviert. Dementsprechend bin ich ein bisschen später gekommen. Ich verschicke mal ein paar, ganz kurz, die ich leider nicht mehr brauche. Und es ist nichts bestätigt, aber es kam eine E-Mail auf Pokémon Go Hub, haben die einen Artikel gepostet, wo einer den Kundensupport angeschrieben hat. Und die meinten, die Zeit von Ho-Oh wird möglicherweise verlängert, extended. Sprich, momentan Ho-Oh noch eine Woche da ungefähr, bis zum 12.12. Was eigentlich Sinn macht, weil im letzten Video habe ich ja darüber geredet, dass es vielleicht eine große Überraschung kommen könnte. Und ich nicht genau weiß, ob die Amerikaner zum Beispiel einen Adventskalender haben. Und die haben natürlich keinen. Aber was die haben, ist dieses 12 Days of Christmas, also 12 Tage. Und das würde genau passen für Ho-Oh, weil der bis zum 12. da ist. Und dann am 12. könnte irgendwas kommen. Aber wenn die jetzt in dieser E-Mail geschrieben haben, dass sie das vielleicht verlängern, dann stimmt meine Theorie schon wieder nicht, dass am 12. irgendwas kommen könnte. So, den 22er behalte ich noch. Das war sozusagen der beste, den ich gestern gefangen habe. Ein paar Bonbons habe ich jetzt auch gemacht, aber bei weitem noch nicht genug. Vor allem jetzt, wo man zwei Pushes mehr machen kann, brauche ich nochmal 30 Bonbons mehr. Aber das war es eigentlich von mir. Gestern Horror Raid gemacht. 98er leider geflohen. Ansonsten Fangtrick geht wieder ganz gut. Hab mich dran gewöhnt. Weiß nicht, wie ich es euch genau erklären soll. Aber probiert es am besten einfach aus bei den schlechten und dann müsstet ihr das eigentlich meistern. Neue 100er gefangen und jetzt erstmal Ruhe. Kein Event, kein Purge, kein gar nichts mehr. Nächste Woche ist eigentlich Purge in Berlin und die Woche drauf in Wien. Berlin schaffe ich auf jeden Fall gar nicht. Leider. Also alle, die sich da gefreut hatten, muss ich leider enttäuschen. Aber genießt die Purge. Und Wien muss ich echt mal schauen. Das wird eigentlich auch recht knapp. Vor allem hatte ich gehofft, dass bis dahin schon Gen 3 Pokémon kommen. Aber mal schauen, was geht. Das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Horror bisher ist. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. 100% gefangen, 100% geflohen. Die blende ich vielleicht auch nochmal hier irgendwo ein. Wenn nicht, dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Oder am Ende dann, wenn Horror wieder weg ist. Das war's. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.